Das gucken wir uns dann mal an später. Die Axt kann definitiv weg. Das auch. Och, Maler, du machst Verluste deines Lebens für den ganzen Kram, den wir dir hier geben. Okay, das da und dann das da und dann das da und dann das da. Und hier wird es schon wieder enge im Portemonnaie. Beziehungsweise, es wird enger in der Truhe. Denn das Portemonnaie ist ja jetzt wieder leer. Moment, da war doch genau. Das heißt, das gibt einen neuen Topas. Hoho! Ja, bringt jetzt aber nicht so viel, weil schon wieder was in der Truhe drin ist. Abend. Wünsche ich dir auch. So. Äxte brauchen wir bei dir eigentlich nicht mehr zu suchen. Giftschaden dauert 2 Sekunden, ist der größte Rotz. Wegstoßung auch. Tödliche. Hohohoho. Holla, die Waldfee. Benötigte Stärke 100. Wir haben Stärke 96 und das Ding braucht Geschicklichkeit 60 oder so. Ja. Also das kriegen wir so schnell nicht mehr hin. Also wobei wir theoretisch, bis wir zur Wahl kommen, müssen wir eigentlich so hochkommen, weil sonst sieht's echt mau aus, möchte ich mal so sagen. Denn ich glaube, der gute Mann versteht keinen Spaß, was das betrifft. Oh, danke fürs Gold. Hehe. Nein, Kettenpanzer brauchen wir nicht. Nee, da lang müssen wir. Da steht ja dieser kleine Planwagen im Weg, warum auch immer. Eine Frankenaxt. Was ist denn bitte eine Frankenaxt? Wurfäxte. Was haben die denn bitte mit den Franken zu tun? Nee, also mal ganz ehrlich. nehmt euch das Spiel hier nicht als Beispiel für irgendwelche Geschichten. Ja, Entschuldigung, ich bin noch ein wenig mundgelähmt. Für irgendwelche geschichtlichen Ereignisse oder Sachverhalte. Also egal in welcher Art sie hier vorkommen. Und es ist mittlerweile Nacht. So. Gut. Neue Fertigkeiten können wir nicht. Da warten wir auf das nächste Level. Auf den nächsten Löffel. Die Widerstandskraft ist natürlich auch sehr wichtig. Ich glaube, wir werden dann erstmal den Wirbelwind skillen. Und den natürlichen Widerstand. Ich bin, wie gesagt, immer noch am Überlegen, ob wir nicht womöglich eine irgendwie anders skillen, weil das, ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Das war irgendwie ein was? Das war ein makelloser Amethyst. Ui! Sowas fällt hier also auch. Dass wir den nicht irgendwie umskillen. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich werde mich da bei Gelegenheit dann nochmal nach der Aufnahme hier ein bisschen erkundigen, wie wir das am besten handhaben werden. Wie ich das am besten handhaben werde. Also wir haben, es ist ja noch im ersten Akt, steht ja noch dieses, das Zurücksetzen der Punkte aus. Und dass man da dann womöglich ein wenig umsetzt und dann auch eine komplett andere Waffe benutzt. Ist natürlich jetzt die Frage, wie das dann geregelt werden soll. So. Okay. Leute, ich mach mal kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Spiel speichern, Spiel verlassen. Nein, das ist nicht die Wahl. Zurück zum Spiel. Geschrien sind wir noch. So, dann müssten wir doch eigentlich. Ja, so langsam. Wow, das wird aber auf einmal hell hier. Wo zum Henker ist der Wegpunkt? Ja gut, dann heißt es eben jetzt Querfeld ein. Ach ja, eine Hütte des Dämons. Ja, war ja klar. So, gute Nacht, mein Bester. Schlitzer, du wirst aufgeschlitzt.
Nein, da ist ja nichts mehr. Da waren wir ja eben schon. So, was haben wir denn hier noch Feines? Schlitzer, Schlitzer. Und da steht mitten in der Walachei eine Hütte. Die, oh, die hat sogar was drin. Ja, irgendwie. Ah, nein, nein, du explodierst doch sowieso wieder. Geh weg! Geh weg! Ihr explodiert doch beide. Ha! Ha! Denkst du? So, und du wirst jetzt platt gemacht, mein Lieber. Du segnest das zeitlich, wenn du solche Viecher auf mich draufschickst hier. Ja, so siehst du aus. So siehst du aber echt eklig aus. Ich würde mal zum Schönheitschirurgen gehen. Na gut, hilft wohl auch nicht mehr viel. Angriffshelm. Nee, brauchen wir nicht. Helm wird wahrscheinlich sowieso auch erstmal weitestgehend der beste sein, den wir haben. Mit unserer 62. War das 62? 62 Verteidigung, genau. Ach ja. Ja. So. Also von hinten, so aus dem Hinterhalt dann durch den Busch, durch die Blumen. Naja, das heißt ja eigentlich durch die Blumen gesprochen, nicht durch die Blumen gekillt. Okay, hier gibt es wohl wieder was umsonst. Oder Flohmarkt? Ich weiß nicht, kann auch ein Wühltisch bei Aldi sein. Und dazu noch so ein nettes Katapult. Wer weiß, wo das jetzt wieder herkam. Danke. Ja, so ohne Schrei ist das natürlich alles auch ein bisschen verquert. Wenn nicht sogar verwahrlost. Ich weiß, das hat sich eben sehr nach Sprachfehler angehört oder als ob ich das Wort nicht kennen würde. Das tue ich aber. Das ist momentan bedingt durch ein leichtes Problem, welches ich derzeit zu haben vermöge. Oder so ähnlich. Nein. Nein? Ah. Ja, du schießt aber nicht und die ganze. Das wäre ein bisschen komisch, wenn du die ganze Zeit schon schießt. Vor allem, wie geht das denn bitte dann darüber? Na egal. Ja, dann porte dich mal schön durch die Gegend. Mir ist das egal. Hier haben wir noch so ein Teil. Dann machen wir das mal platt. Und vorsichtshalber das hier auch mal. Achso, du portest dich also einfach mal hier rüber, na dann. Ja, das ist natürlich, muss ich zugeben, ist auch eine schöne Eigenschaft von der Zauberin. Ich bin mal gespannt, ob sie das in Diablo 3 beibehalten. Als Teleportieren. Oh, ein Ring. Denn damit kann man eigentlich weitestgehend schon ziemlich gut. Ja. Eigentlich ist es ja dann schon eher durchrushen. Ach, da ist wieder unser Barbecue. Das ist ja dann schon eher wieder durchrushen, wenn man mit der Zauberin da die ganze Zeit auf Teleporten spielt. Ah ja, Willi lebt also wieder für kurze Zeit. Was bist du? Ah, so Regenerationsdrang und Schlüssel. So, und eure Hütte machen wir jetzt mal kurz und knapp kalt. Geht das zeitmäßig, dass wir möglichst. Achso, ja, gut, wir haben eine normale Angriffsgeschwindigkeit. Ah, der Wegpunkt. Sehr gut. Ariad-Hochebene. Na toll. Das bin doch dran vorbeigerannt. Na, das ist jetzt aber echt peinlich. Na gut. Dann nochmal kurz zu Decker Kane. Das Tagesziel ist erreicht, zumindest meinerseits. Dann können wir hier noch die Sachen schnell verkloppen. Zumindest größtenteils. Ach, Schaden reduziert um 2. Wir brauchen so einen Müll. Hier ist nichts drin. Gut. Dann können wir nämlich den Rest direkt in die Kiste treten. Hehe, habt ihr schon gedacht hier? Oh, Leute. Das ist ja ein Traum. Wir bekommen den ersten perfekten Edelstein. Makellos. Makellos. Und makellos. Ja, ist der erste. Wird zu perfekt. Ein perfekter Amethyst.
Das hat doch mal Stil. Das hat doch mal richtig Stil, oder? So. Ach, das hat sich doch schon wieder gelohnt. Tag. So, reparieren. Hier ist nichts mehr Gescheites für uns. Oh, die sieht aber schön aus vom Skin her. So, das ist Dreck. Nee, hab schon gedacht. Hier was Feines? Nein, 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 nein. Sowieso nicht, brauchen wir nicht. Gut. Die Sache ist geklärt. Und ich würde sagen, das hier war's mit der heutigen Aufnahme von Diablo 2 Lord of Destruction, dem Spiel aus dem Haus Blizzard. Und wir sehen uns dann eben einfach bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin, tschüssili.